Programm. John Jones, zweimaliger Champion im Mittelschwergewicht, hat wirklich eine beeindruckende Statistik vorzuweisen. Gäbe es da nicht diesen einen klitzekleinen Makel? Ja, ich weiß, was du meinst. Diese eine mickrige Niederlage gegen Matt Hamill aus dem Jahr 2009. Eine äußerst umstrittene Entscheidung war das, als der Ringrichter den Kampf wegen angeblicher illegaler Ellbogenstöße abbrach. Wir haben schon erlebt, dass er lange auf dem Rücken war und den Kampf trotzdem noch drehen konnte. Es ist gerade diese erstklassige Takedown-Defense, die ihn so gefährlich macht. Da vergeuden viele Gegner schlichtweg ihre Energie. Was die Takedowns angeht, ist er einer der besten in der ganzen UFC. Er verbindet Explosivität und brillante Technik wie kaum ein anderer. Wenn man da als Gegner nicht höllisch aufpasst, ist man ganz schnell auf der Verliererstraße. Wir können davon ausgehen, dass er versuchen wird, seinen Kontrahenten irgendwie zu verdrehen. Wie der die Arme und Beine seiner Gegner verdrehen kann, das ist schon der Wahnsinn. Und das sind immer gefährliche Submissions, wo man schnell abklopfen muss, um sich nicht zu verletzen. Werfen wir einen Blick auf die Profile der beiden Kämpfer in unserem Hauptkampf. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Mergliotta. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Prudential Center in Newark, New Jersey, it's time! Five rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a look-see do fighter. Holding a professional record of 26 wins, 1 loss, and 1 no contest. He stands 6'4" inches tall, weighing in at 225 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, USA! Ladies and gentlemen, he is the former UFC light heavyweight champion, John Bones Jones! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a boxer, holding a professional record of 16 wins, 3 losses. He stands 6'4" inches tall, weighing in at 250 pounds. Fighting out of Paris, France, Francis the Predator Ngannou. All right, mental rules in the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. Want a nice, clean, safe fight. Touch gloves, back your corners, come out fighting. Da klatschen sie sich ab und jetzt gehen sie erstmal wieder in ihre Ecken. Ist das Prudential Center hier in Newark, New Jersey im Jahr 2007 endlich eingeweiht worden. Ja, und hat seitdem bereits einige Male die UFC zu Gast gehabt. Oh Mann, da kommt der nächste Punch durch. Er findet immer wieder die Lücke in der Deckung. Ja, schöner Schlag. Gut zum Kopf gearbeitet. Ja, er vermeidet den Takedown. Starker Kick von Jones. Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Ja, die
gerade Pass. Schön hier den Kick angetäuscht. Oh, was für ein Kick jetzt von John Jones. Das sah natürlich richtig gut aus. Der Kick kam heftig, der kam knallhart. Diese Treffer kennen wir von ihm. John Jones konnte hier mit diesem harten Kick zum Kopf schon früh ein Zeichen setzen. Und damit wissen wir jetzt auch, welche Richtung dieser Kampf nehmen wird. Schöne Tick. Da ist er, der Takedown. Endlich, wird er sich vermutlich denken. Er hat es ja etliche Male versucht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er aus dieser Position machen wird. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass er diese... Er versucht es mit einem Amerikaner. Ja, sieht aus, als würde er die Submission zu Ende bringen. In welchem Druck sein Arm da ausgesetzt ist. Er muss abkommen und damit ist dieser Kampf vorbei. Das hat er heute Abend fantastisch gemacht. Er hat die Submission hervorragend angesetzt und sie dann blitzsauber zu Ende gebracht. Sehen wir uns mal an, was in dieser Runde alles los war. Schöner Takedown. Gegen seine Submission am Ende war einfach nichts zu machen. Und jetzt freut er sich über den Sieg in diesem heutigen Kampf. Ladies and gentlemen, Referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 3 minutes, 12 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out, John Jones! John! Du hattest es mir ja vor dem Kampf schon prophezeit. Ja, du hattest recht. Er gewinnt diesen Kampf durch Submission. Er ist halt ein echter Submission-Spezialist. Und jeder weiß das. Naja, es ist halt